Herzlich willkommen zu diesem Welt-Talk-Spezial von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich freue mich sehr, dass der Vorsitzende der Atlantikbrücke und frühere Außenminister Sigmar Gabriel bei uns ist. Herzlich willkommen, Herr Gabriel. Vielen Dank für die Einladung. Hier ist ein Name in aller Munde, der gar nicht anwesend ist. Die Rede ist von Donald Trump. Herr Gabriel, Sie sind selbst sehr nah dran an der amerikanischen Politik, an der Wirtschaft und an der Gesellschaft. Für wie wahrscheinlich halten Sie persönlich es denn, dass Donald Trump im November erneut das Weiße Haus erobert? Er hat es erst, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er diesen Spruch gegen die NATO und dass er die Russen einlädt, doch zu machen, was sie wollen mit uns, dass er den ganz bewusst ein paar Tage vor dieser Konferenz gesetzt hat. Weil dann genau das passiert, was er liebt, dass sich alles nur um ihn dreht. Er ist gar nicht hier, aber alle reden nur über ihn. Sowas findet der super. Ich will das nicht jetzt sozusagen zu sehr humoristisch wahrnehmen, aber ich warne auch ein bisschen vor Panik. Also, dass jetzt alle sozusagen nur noch über die Frage reden, oh Gott, was passiert, wenn der das wird? Erstens ist gar nicht sichergestellt, dass es wird. Es gibt auch gute Argumente dafür, dass er es verliert. Welche? Na, zum Beispiel, dass am Ende die amerikanischen Wahlen entschieden werden über die Frage, wer mobilisiert seine Wählerschaft am meisten. Es gab in Amerika früher so Swing Votes, da sind so große Teile der Wählerschaft hin und her gegangen. Die gibt es schon lange nicht mehr. Das gehen die Leute hin, die eine bestimmte Überzeugung haben und die Frage ist, wie viel von denen gehen am Wahltag hin? Und deswegen gehen die Wahlen immer 49-51 aus. Und da hat Biden auch die Chance, dass er seine Leute besser mobilisiert, weil es eben viele moderate Republikaner gibt, die klassisch republikanisch wählen, die diesen Wahnsinnigen nicht wollen im Weißen Haus. Das ist eine. Das zweite ist, wir sind ja nicht wehrlos. Und ich finde die ganze Debatte schon komisch, dass die Frage immer gestellt wird, was muss Europa tun, wenn Trump Präsident wird? Und nicht, was muss Europa tun, um in einer völlig geänderten Welt seine Stellung zu behaupten. Das kann doch nicht immer nur abgeleitet werden von der Frage, wer ist im Weißen Haus. Als Biden vor 4 Jahren gewählt wurde, haben sich alle zurückgelehnt und gesagt, oh, super, es bleibt ja, wie es ist. Und ich glaube, das war der Fehler. Ganz egal, wer da ist, wir müssen uns verändern. Und wie wollen Sie sich verändern? Sie haben das auch an anderer Stelle gesagt. Sie haben gesagt, der amerikanische Schutz wird absehbar zu Ende gehen. Die Debatte darüber, woher der Ersatz kommen soll, muss jetzt beginnen. Dem entnehme ich, dass Sie sagen, auch unabhängig von der Wahl Donald Trumps orientieren sich die Amerikaner eher weg von Europa, vielleicht hin eher in den pazifischen Raum. Also was muss Europa konkret tun jetzt? Ich würde erstmal hoffen, dass wir beginnen, in die Welt zu gucken. Und nicht immer nur auf unseren Bauchnabel. Wenn Sie sich die deutsche Politik angucken, über was für einen Quatsch wir uns hier streiten, während die halbe Welt brennt oder in Unruhe geht, da gibt es irgendwie ein Ungleichgewicht in der Frage, nehmen wir eigentlich wahr, was da draußen passiert und hat das Folgen für uns? Das Zweite ist, ich glaube, dass wir wesentlich mehr damit rechnen müssen, dass Amerika sich auf den Teil der Welt konzentriert, der aus Amerikas Sicht am bedeutendsten ist. Und das ist eben nicht mehr Europa, auch nicht Russland, sondern es ist der Indo-Pazifik. Und das heißt, wir müssen in vielen Dingen, wirtschaftlich, politisch, militärisch, mehr dafür tun, dass wir unsere Gesellschaftssysteme verteidigen können. Die erste Voraussetzung ist übrigens, dass eine Gesellschaft die Art, wie wir leben, schätzt, dass sie Freiheit, Demokratie, für etwas Verteidigungswertes hält. Das zeigen die Ukrainer gerade, wie man das im Zweifel macht. Wir sind, glaube ich, weit davon entfernt. Wir sind eine ziemlich gespaltene Gesellschaft gerade. Also wir müssen eher daran arbeiten, dass wir auch gemeinsam unsere Form vom Leben verteidigen und das auch den anderen, die uns möglicherweise gefährlich werden könnten, zeigen. Und das auch durch Militär. Sprechen wir mal konkret über die militärische Verteidigung. Sie haben gesagt, Europa braucht eine glaubwürdige Abschreckung, also sprich eine nukleare Komponente, Atomwaffen. Wenn man das jetzt mal Ich unterspreche mal. Zuallererst eine glaubwürdige konventionelle. Sie haben aber auch von einer nuklearen Komponente gesprochen. Ja, aber eben in der zweiten Runde. Das ist eine viel schwierigere Frage, dauert viel länger. Die erste, die konventionelle, also Russland wird uns doch nicht übermorgen mit Nuklearwaffen angreifen. Sondern wenn der amerikanische Präsident diese NATO immer in Frage stellt, dann kann es sein, dass das eine Einladung für Herrn Putin ist, uns mal zu testen. Und er testet uns natürlich nicht, indem er uns eine Atomwaffe schickt, sondern indem er vielleicht in einem Land wie Estland oder anderen
konventionell Unruhe stiftet. Wie klar machen wir eigentlich einem möglichen Gegner Russland, dass wir an der Ostgrenze zu Russland verteidigungswillens und fähig sind? Und jetzt vergleichen Sie mal, was wir hatten als im alten Kalten Krieg entlang der innerdeutschen Grenze. Wir hatten 500.000 Soldaten der Bundeswehr. 500.000. Heute haben wir 180.000 und sind nicht sicher, ob jeder eine Waffe hat. Wir hatten britische, französische, amerikanische große Einheiten entlang dieser innerdeutschen Grenze. Das waren in West-Berlin stationierte Soldaten der Amerikaner, der Franzosen. Das war doch das Zeichen, versucht es erst gar nicht. Also wofür genau plädieren Sie jetzt heute? Ich plädiere dafür, genau das Gleiche, 200 Kilometer weiter östlich an der Ostflanke der NATO zu machen. Auch deutsche Soldaten, wahrscheinlich eher ein, zwei Divisionen am Ende als ein Bataillon. Und auch mit den Briten darüber zu reden, seid ihr bereit, zurückzukommen, das wiederzumachen? Die Briten sind zwar aus der EU ausgeschieden, aber nicht aus der NATO. Sie sind heute vielleicht durch diese schwierige Lage in den USA ein noch viel wichtigerer Partner in der NATO geworden. Mit den Franzosen, mit anderen. Aber zuallererst mal zu zeigen, dass wir konventionell in der Lage sind, dass wir uns gegen Drohnen verteidigen können, dass wir sozusagen ausreichend Fähigkeiten haben, die man braucht, um einen Angriff abzuwehren. Das ist mal das Erste. Und dann wird man auch über die Frage nachdenken müssen, ist der amerikanische nukleare Abwehrschirm eigentlich noch glaubwürdig? Und das, glaube ich, hängt nicht nur von Donald Trump ab. Ich kann mir auch andere amerikanische Politiker vorstellen, die sagen, na ja, ob wir wegen eines Überfalls der Russen in einem kleinen Land in Europa nun gleich bis hin zur nuklearen Auseinandersetzung gehen werden. Diese Gefahr droht, glaube ich, eher in Taiwan. Deswegen bemühen sich die Amerikaner auch mit China irgendwie dort mal eine Ausgangslage zu finden, die Krieg verhindert. Hier wird es eher darum gehen, dass wir mit den Ländern wie Frankreich und Großbritannien, die nukleare Fähigkeiten haben, über die Frage sprechen, können wir die eigentlich einbinden in eine NATO-Strategie, was sie bisher nicht sind. Ja, und andersrum, würden die Franzosen denn anderen europäischen Staaten überhaupt ein Mitspracherecht einräumen? Aber oder wollen die nur, dass wir das mitfinanzieren und das war's dann? Es ist ja erstaunlich, wie kurz das Gedächtnis bei uns in Deutschland geworden ist. Der Präsident Macron lädt uns seit mehreren Jahren ein, und zwar speziell die Deutschen, genau darüber zu reden. Und Frau Le Pen sagt übrigens, wenn das jemals passieren würde, das wäre das Erste, was sie beenden würde. Aber Macron lädt uns ein, wir kommen bloß nicht. Also wir sind ja nicht einen Schritt auf ihn zugegangen. Heißt das, Sie fordern die aktuelle Bundesregierung auf, da in Gespräche einzusteigen? Ich denke, dass das logisch ist, dass wenn unser wichtigster Partner sagt, wir müssen uns auf eine Situation vorbereiten, bei der wir nicht so sicher sind, dass die Amerikaner uns zur Seite stehen. Lass uns mal darüber reden, was wir machen können. Dann ist das der erste und wichtigste Partner. Aber nochmal, weil wir ja hier immer gleich, wir reden gleich über das Masters-Golf-Turnier, wo wir mitspielen wollen, aber wir können noch nicht mal Minigolf. Wir reden gleich über Nuklearwaffen, aber wir wissen noch nicht mal, wie wir eine Drohne vom Himmel holen an der Ostgrenze der NATO. Lass uns zuallererst diesen konventionellen Teil stärken, dem Verteidigungsminister wirklich ausreichend Geld, und zwar dauerhaft geben. Der will genau das Richtige. Das, finde ich, ist derjenige, der das am klarsten ausspricht und der die klarste Perspektive hat. Ich will noch einmal nachfragen zu Donald Trump. Sie haben vorhin Donald Trump einen Wahnsinnigen genannt. Warum? Sie kennen ihn ja persönlich. Sie haben mit seinem sicherheitspolitischen Team zusammengearbeitet. Warum ist er wahnsinnig? Gut, ich muss das jetzt mit dem Ausdruck des Bedauerns zurücknehmen. Der ist natürlich nicht wahnsinnig. Das war jetzt sozusagen eine etwas ironische Formulierung. Der ist jemand, der in einer ganz bestimmten Art und Weise tickt. Und anders als alle anderen amerikanischen Präsidenten tickt der in bilateral deals. Der hat kein Verständnis von Allianzen. Sondern er sagt, am besten ist, die großen Jungs auf der Welt machen Deals und die anderen müssen halt hinterher. Eine Allianz wie die NATO ist ja zuallererst mal eine politische Vereinigung. Da sind Leute zusammengekommen, Länder, die sich den gleichen Werten verpflichtet fühlen. Und dann haben die gesagt, diese Werte sind, wenn sie so wollen, under attack. Da gibt es Gegner. Und gegen die müssen wir uns verteidigen. So ist sozusagen die NATO zu verstehen. Und bei der NATO ist das eigene Verständnis, jeder alleine von uns wird das nicht schaffen.
Selbst die großen Vereinigten Staaten von Amerika werden das im 21. Jahrhundert nicht alleine schaffen. Und die große Fähigkeit der Amerikaner war, Bündnisse zu erzeugen. Es gab nie ein Bündnis der Sowjetunion. Es gab nie eins Chinas. Es gibt keins von Russland. Es gibt Abhängige von denen. Aber nie die Fähigkeit, die eigene Macht zu multiplizieren durch Allianzen. Und das ignoriert Trump. Das ist ihm egal. Blicken wir mal auf die aktuelle amerikanische Regierung. Vizepräsidentin Kamala Harris ist schon hier in München. Was glauben Sie, mit welcher Botschaft kommt sie hierher? Na, sie wird natürlich mit der Botschaft kommen, dass Amerika nach wie vor an der Seite Europas im Kampf für die Freiheit der Ukraine steht. Das ist ganz sicher. Sie wird auch zugeben müssen, dass das schwierig ist, dass derzeit im Kongress dafür, im Senat, ist ja gelungen, Mehrheiten zu finden. Wir alle hoffen, dass das noch gelingt. Das wird sicher eine wichtige Botschaft sein. Die Amerikaner versuchen auch, auf die Israelis Einfluss auszuüben, dass sozusagen dieser Krieg in Gaza zum Stillstand kommt, dass längere Friedenspausen da sind. Leider passiert gerade das Gegenteil. Die Gefahr, dass der eskaliert, ist größer. Also über all diese Fragen wird man hier reden, auch über Handelsprobleme. Aber im Großen, sozusagen der große rosa Elefant im Raum ist Donald Trump. Und was heißt das eigentlich für uns? Und ich glaube, dass wir einen Riesenfehler machen, wenn wir unsere europäische Debatte immer nur an der Frage aufhängen, wer ist eigentlich gerade Präsident im Weißen Haus? Bleiben wir noch ganz kurz bei Kamala Harris. Vor 4 Jahren, da galt die ja als Rising Star und wurde schon als natürliche Nachfolgerin von Joe Biden gehandelt. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Es ist ziemlich still geworden um Kamala Harris. Wie erklären Sie sich das? Na, erstens hat sie wirklich ein schwieriges Dossier bekommen. Sie war zuständig für diese Grenzproblematik. Das ist Nummer 1-Thema im amerikanischen Wahlkampf. Zu viele illegale Migration aus dem Süden. Also die Ukraine spielt ja im amerikanischen Wahlkampf keine Rolle. Dafür aber das Thema Migration. Dafür sorgt auch Trump, indem er das Thema verhetzt. Aber weil es auch ein objektives Problem ist. Und das hatte sie als sozusagen Job bekommen, was schwer zu lösen ist. Und was natürlich enorme Konflikte auch sozusagen mit Teilen der demokratischen Wählerschaft zu tun hat. Und das Zweite ist, es ist immer schwer, Vizepräsident zu sein. Ich habe meine erste Begegnung mit Joe Biden. Da war Joe Biden Vizepräsident und ich Vizekanzler. Wir treffen uns im Weißen Haus und er kommt rein und sagt nicht etwa, hallo Sigmar oder wie geht's, sondern sagt, to be wise is awful, isn't it? Und erstens stimmte es. Ich meine, er hat es besser gemacht. Er ist Chef geworden. Ich habe aufgehört. Aber Vizepräsident unter einem, sag mal, in der amerikanischen Verfassung, ist ein ganz undankbarer Job. Kommen wir auf die Ukraine zu sprechen. Präsident Zelensky ist gerade in Berlin, wird da ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen, ähnlich auch mit Frankreich, mit Großbritannien. Gibt es das schon? Reicht das aus Ihrer Sicht oder ist das eher so eine NATO-Leitmitgliedschaft? Naja, das ist der Umweg, dass die NATO diese Sicherheitsgarantien nicht selbst geben will, weil sie dann sozusagen zum unmittelbaren Kriegsgegner Russlands würde. Das ist ja eine unsichtbare rote Linie, die sowohl die Russen einhalten, als auch die NATO-Staaten, dass die NATO nicht offiziell in den Konflikt mit Russland kommen will und umgekehrt übrigens auch nicht. Und deswegen machen das Einzelstaaten. Aber eins muss man klar sagen, ohne die Koordinierung und die massive Unterstützung der USA, das Rammstein-Treffen, wäre das alles undenkbar. Also das ist schon eine Gemeinschaftsleistung, die unter der Führung der Amerikaner zustande gekommen ist. Und ich möchte mir nicht vorstellen, in welcher Lage Europa ist, wenn diese Führungsleistung der Amerikaner nicht mehr vorhanden ist. Ein weiteres großes Thema dieser Konferenz, das Sie angesprochen haben, ist der Krieg im Osten, ausgelöst durch die Terrorangriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Es ist hier eine Million-Dollar-Frage, aber trotzdem mit all Ihrer Erfahrung, wie kann dieser Krieg beendet werden? Wissen Sie, die Hamas zu besiegen, was das Ziel der israelischen Regierung ist, ist deshalb schwierig, weil es ja nicht eine militante Organisation alleine ist, eine Terrororganisation, sondern es ist auch eine soziale Idee und es ist auch eine Ideologie. Und wenn Sie eine Idee besiegen wollen, dann brauchen Sie eine bessere. Und die bessere Idee, nämlich die einer Zwei-Staaten-Lösung, ist seit Jahren mit Füßen getreten worden. Und der jetzige Von beiden Seiten? Von beiden Seiten, aber wissen Sie, was die israelische Regierung im Westjordanland gemacht hat? Also da kann man nicht sagen, das wären beide gleich schuld.
Also das, was diese Regierung Netanjahu, vor allen Dingen mit den Rechtsaußen, der hat ja richtige Rechtsradikale in der Regierung, was die im Westjordanland machen, ist die Vorbereitung der Annexion. Das ist völkerrechtswidrig, sie behandeln die Menschen da unfassbar schlecht. Und sie haben ja versucht, Teile und Herrscher zu machen, die Hamas wachsen zu lassen. Keine Unterstützung der Hamas mit Geld ist nach Gaza gekommen, ohne Genehmigung der Israelis und ohne deren Wissen. Um gleichzeitig die palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen, weil das eigentliche Ziel ist, die Westbank zu annektieren. Also, der Konflikt in Gaza hat einen langen Schatten. Und gucken wir nochmal in die Gegenwart. Die Saudis sagen zu Recht, dass man dieses Problem ohne eine Lösung der Palästinenserfrage auch anzugehen, ich sage ja nicht, dass man die morgen hat, dass es keine Lösung geben wird. Und das Bittere ist, jeder getötete Zivilist in Gaza, wenn der einen Sohn hat oder eine Tochter, vor allem aber wenn er einen Sohn hat, dann ist das der nächste Terrorist von morgen. Und deswegen muss man das beenden. Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, es sind auch immer noch viele Geiseln in den Händen der Hamas, darunter auch deutsche Staatsbürger. Katar spielt ja eine gewisse Rolle bei der Vermittlung. Sie selber kennen Katar gut, haben da vermittelt im Konflikt mit Saudi-Arabien. Glauben Sie, Deutschland kann über Katar Einfluss ausüben, um diese deutschen Staatsangehörigen freizubekommen? Also ich bin erstens sicher, dass es ganz enge Gespräche gibt zwischen der deutschen Bundesregierung und der katarischen Regierung. Ich selber habe mit Angehörigen von israelischen Geiseln, die auch deutsche Staatsbürger sind, auch mich mehrfach getroffen. Und alle bemühen sich, da voranzukommen. Ein paar sind ja auch freigekommen. Aber jetzt ist eben sozusagen die Frage, ist eigentlich dieser große Deal, den alle wollen, ist der echt zu erreichen? Oder braucht man nicht Schritte davor, um danach eine Vereinbarung zu bekommen? Ich vermute, letzteres ist der Fall. Und einer der großen Hindernisse dabei ist leider der derzeitige israelische Ministerpräsident. Die Hamas auch. Die Hamas stellt Forderungen, die kann und darf Israel nicht erfüllen. Aber sagen wir mal, dass es Israel so schwer fällt, wenigstens einen längeren Waffenstillstand zu machen und dass Israel sogar mit dem Gedanken spielt, im Norden den Krieg zu erweitern, gegen den dringenden Rat der Amerikaner, das ist schon eine schwere Belastung. Wir Europäer und wir Deutschen spielen da eine Randrolle. Ich verstehe das. Wenn Sie den Norden ansprechen, die Raketen fliegen ja aus dem Libanon auch Richtung Israel und nicht Ja, auch. Aber wissen Sie, wenn Sie da die Sicherheitsexperten fragen, da werden die Ihnen sagen, alles, was da passiert, ist sozusagen natürlich schrecklich, aber alles unterhalb einer wirklich ernstzunehmenden Attacke. Das ist so ein bisschen, um zu zeigen, wir unterstützen aber Israel Hamas. Hat doch gerade kein Interesse an einem Zwei-Fronten-Krieg. Da fragen Sie mal die Amerikaner. Da gibt es Leute, die sagen, der Druck in Israel, dass die Menschen zurückkehren wollen in ihre Heimat im Norden. Das sind Hunderttausende, die die Region verlassen wollten. Ist so riesig, dass auch im Norden sozusagen ein Schlag gegen die Hisbollah erfolgen muss, damit die Rückkehr dieser Menschen möglich wird. So eindeutig ist das nicht. Es gibt auch keine Entscheidung so oder so. Aber die Lage ist hochexplosiv. Und Sie merken ja, die ganzen Attacken der Hisbollah und auch und anderer gegen Amerikaner in der Region, in Syrien, im Irak, beantworten die Amerikaner immer in einer Weise, dass es immer noch unterhalb sozusagen einer großen Eskalation ist. Und umgekehrt auch. Beide Seiten wollen nicht, dass der ganze persische Golf in Brand gesteckt wird. Herr Gabriel, vielen Dank für dieses Gespräch, für Ihre interessanten Einblicke. Und wir geben damit aus München von der Sicherheitskonferenz zurück in den Welt-TV-Newsroom nach Berlin.